Es hat mich doch der ein oder andere gefragt, warum ich diesen hässlichen Turm male. Und glaubt mir, ein bisschen habe ich mich das auch selbst gefragt. Ist es auf der einen Seite, dass ich einmal ein nicht so romantisches Motiv malen will? Oder will ich vielleicht den Menschen ihre Schande einfach vorhalten? Aber die wahrscheinlichste Erklärung ist, ich habe einfach einen Grand gehabt. Ich bin hier durch dieses Skigebiet gelaufen, dieses komplett übervolle Skigebiet, wo alles mit Liften und Pisten einfach zu betoniert ist. Und habe nichts mehr gefunden zum Malen. Und dann habe ich mir diesen komischen, weiß nicht was, das ist ein Handymast, WLAN-Antenne, ich habe keine Ahnung, diesen Schmarrn da gemalt vor einem wirklich herrlichen Panorama. Dieser Film wurde möglich gemacht durch meine Patrons. Vielen Dank. Der hässliche Turm. Das erste Naturgesetz des Landschaftsmalens besagt ja, dass dort, wo ein bequemes Sonnenbankerl steht, niemals ein schönes Motiv zum Malen sein wird. Und selbst wenn man sich wie ich aus lauter unreifem Trotz ausgerechnet ein ganz besonders hässliches Motiv zum Malen ausgesucht hat, kommt man nicht umhin, dabei im Schnee herumstehen zu müssen und sich kalte Füße zu holen. Aber was hilft es schon, sich gegen Naturgesetze auflehnen zu wollen? Hätte der liebe Gott gewollt, dass sich der Mensch ein Bild von seiner Schöpfung macht, so hätte er ihm ja die Bankerl an die malerischen Orte gestellt. Oder wie weniger spirituelle Künstler zu sagen pflegen, die fremden Verkehrsbeauftragten hassen uns Landschaftsmaler. Vielleicht, weil wir etwas zu oft die Finger in die Wunden legen, die jene in die Natur geschlagen haben. Vielleicht aber auch nur, weil wir nicht genug Umsatz machen, weil welcher normalsterbliche Künstler kann sich schon noch ein Bier für fast 10 Euro auf einer Skihütte leisten? Vor allem, wenn er sich dazu entschlossen hat, ein todsicher unverkäufliches Bild zu malen, nur weil er einen Grand hat. Diesen Schmarrn da gemalt vor einem wirklich herrlichen Panorama. Und das Allerlustigste ist, ich treffe einen alten Mo und der sagt, er ist hier der Bürgermeister viele Jahre lang gewesen von dem Ort. Und dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, ich hoffe, du hast es aber nicht genehmigt, den Schmarrn da. Aber ich hoffe, du hast es nicht genehmigt. Dann hat er gesagt, na ja, damals war das einfacher, da konnte man auch sowas einfach hier sitzen. Das ist schon sau lustig. Aber es ist wirklich eine ganz eine schwierige Gegend hier. Naja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich morgen was Gescheites zu malen finde. Den normalen Feriengästen fällt es vermutlich gar nicht so sehr auf, wie die Natur hier verschandelt wurde. Sie erfreuen sich am tadellosen Handyempfang und dem Satellitenfernsehen und vor allem darüber, dass sie mit Hilfe der Skilifte einen Sport betreiben können, der nur mit einem absoluten Minimum an körperlicher Anstrengung verbunden ist. Wer von euch jetzt gerade entrüstet, Alpinski ist sehr wohl ein anstrengender Sport, in die Kommentare schreiben will, sollte sich ganz kurz auf die Waage stellen und dort die Marillenknödel und Kaiserschmarren ablesen, die er im Skiurlaub nicht verbrannt hat.